Und das ist Virtua Fighter. Virtua Fighter 3, wenn ich das nochmal beifügen kann, weil das ist die dritte Edition von der Virtua Fighter Serie. Einer, wie soll ich sagen, einer 3D Fighting Game. Das ist schon seit, ich glaube, 1900. Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist es produziert von der Sega AM2. Und ja, Virtua Fighter 3 eben. Also da gibt es einiges, was ich dazu sagen kann, weil es ist eben eins meiner Spiele von der Dreamcast, die ich damals hatte. Musste sie aber neu nochmal von, also noch wieder kaufen, weil ich habe die Original-CD verloren. Ja, ich weiß, wie kann man eine CD verlieren? Aber jetzt habe ich es wieder und es hat mir wieder jede Menge Spaß gemacht, das Spiel hier wieder zu spielen. Es ist so viel Nostalgie, die da drin steckt. Aber was ich, wenn ich etwas sofort sagen soll, ist, dass das Spiel ist schwer. Also Virtua Fighter, die ganze Serie auch, ich habe auch Virtua Fighter 5. Und das sind sehr, sehr schwere Spiele, finde ich. Also, um da wirklich weit zu kommen, ist schwer. Besonders schon allein im normalen Schwierigkeitsgrad ist es sehr schwer, finde ich. Ansonsten macht es aber trotzdem jede Menge Spaß, weil irgendwie mag ich Fighting Games irgendwie. Ich weiß nicht, Power Stone ist ja schon eins. Ich habe Virtua Fighter. Ich habe noch einige andere. Und mir macht es echt eine Menge Spaß. Und das hier ist ein bisschen anderes Stil von Fighting Games. Man kennt ja die Fighting Games so Tekken oder Street Fighter oder was weiß ich, Capcom vs. Marvel oder Mortal Kombat natürlich. Es sind alles auch Fighting Games. Der Unterschied ist bloß, dass Virtua Fighter sehr realistisch ist. Also, nur mal ganz kurz, ich habe hier einige Einstellungen geändert. Ich habe bloß 2 Matchpoints anstelle von 3. Das macht das Ganze ein bisschen kürzer. Und wir legen sofort los mit dem Normal Mode, also dem Arcade-Modus, wenn ich das mal so auf anders sagen kann. Wir haben eine Auswahl von 12 Charakteren. Ich nehme den Lion Raphael, ein Highschool-Schüler aus Frankreich, glaube ich. Er ist einfach der Einzige, in dem ich wirklich gut spielen kann. Alle anderen sind ein bisschen schwer zu kontrollieren. Und den ersten Kampf haben wir hier gegen Pai. Okay, Virtua Fighter 3. Was kann ich sagen zur Steuerung? Nun ist es so, Virtua Fighter funktioniert ganz einfach. Man muss es sich vorstellen, das Spiel wird eigentlich auf, also im Original wird es auf der Arcade, auf einem Arcade gespielt, auf einem Arcade-Automaten, wie auch immer das, was man in den Spielhallen sieht, kann man darauf spielen. Und da hat man normalerweise immer so einen Joystick oder Analogstick und 3 Knöpfe. Das Spiel funktioniert eigentlich nur mit 3 Knöpfen. Aber auf der Dreamcast, das ist eben der Port von diesem Spiel, funktioniert mit 4 Knöpfen. Und es gibt einen Knopf eben, um Attacken zu blocken. Da gibt es einen Knopf, um einfach loszuschlagen. Es gibt einen Knopf für Fußtritte und einen Knopf, um auszuweichen zur Seite. Hey, wisst ihr was? Was geschieht, wenn man am Rand steht, wenn man gewinnt? Oh, epic fail. Leute, ich habe das immer gemacht. Ich habe immer versucht, nach einem Kampf, den ich gewonnen habe, mich nah an die Kante zu stellen. Denn wenn man gewinnt, wenn man dann die Siegerpose einnimmt, dann kann es mal vorkommen, dass man dann runterfällt. Sogar nachdem man gewonnen hat. Das macht so viel Spaß. Oh, das hier ist Aoi. Aoi, ja. Ist ein neuer Charakter eigentlich. Also es gibt... Virtua Fighter 3 hat hier 2 neue Spielcharaktere. Das ist einerseits Aoi und ein anderer, den wir gleich sehen werden. Virtua Fighter 2 hat auch neue Charaktere gehabt. Das waren einerseits der Lion und... Ja, der kann auch hochspringen. Das war der Lion und auch der Shun-Di. Den sehen wir auch danach. Ja. Are you ready to go home now? Und mit dem Lion... Okay, noch einiges zur Steuerung vielleicht. Wie ich schon bereits sagte, es gibt einen Knopf zum blocken, einen Knopf für Punch, einen für Kick, einen um auszuweichen, den ich aber selten benutze, aber öfters benutzen sollte. Und natürlich bewegt man sich mit dem Steuerkreuz. Man kann auch verschiedene Kombinationen machen, Tastenkombinationen machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt blockt und den Schlagknopf drückt, dann kann man einen Wurf machen oder den Gegner packen und dann so coole Tricks machen. Ich mache nicht viele davon, weil es ist sehr, sehr schwer zu exekutieren. Ja.
Virtua Fighter 5 ist es viel einfacher. Da hat man einen Knopf für diese Aktion. Natürlich kann man auch Punch und Kick kombinieren. Das gibt dann eine etwas andere Art von Schlag. Und es gibt noch andere Möglichkeiten. Also da gibt es vieles, was man machen kann. Das Komplizierte ist eben daran, weil es so viele Möglichkeiten gibt, hat es keinen Wert, so einfach bloß Punch auszuspammen, so ganz bloß zu schlagen mit einer Taste. Das bringt nichts, weil der Gegner blockt es einerseits und je nachdem, welche Attacke man macht, verschafft es dir einen Vorteil, wenn es trifft, aber einen Nachteil, wenn es nicht trifft. Und dann kann der Gegner kontern. Also das Spiel ist sehr komplex und so viele Möglichkeiten. Und was mir einfach so gefällt, ist, es ist realistisch. Wir sprechen hier von echten Kampfstilen, die es wirklich gibt. Was der Laien hier macht, das hier ist eine Art Kampfstil aus Japan, eine Art Kung Fu, so Gottesanbeterin Kung Fu, irgendwie sowas. Er hat ja auch so eine gewisse Position, wenn er so eine Arme vorne hat, so ein bisschen. Das ist ein gewisser Kampf. Ja, man kann aus der Arena fallen. Das sieht dann ziemlich spektakulär aus. Ja, mir gefällt das. Ja, der Kage. Kage, das steht für Schatten, als Japanisch. Und wo war ich gerade? Hab's vergessen. Hab's wirklich vergessen. Weiß nicht, wo ich wieder anfangen soll. Ja, wie ihr seht, hier habe ich jetzt eine gewisse Zeit lang nur Schläge ausgeführt, hat aber nicht funktioniert und er hat mich gekriegt. Was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, man kann eben auch sich, also es gibt zwei Levels, oder was du gesagt hast, es gibt drei Levels. Man kann eben in die Mitte schlagen, also etwas tiefer schlagen und sogar höher schlagen. Jedenfalls ist das bei Virtua Fighter 5. Ich glaube, hier sind es bloß zwei Level. Oh, Sarah ist sehr, sehr stark. Oh, ich könnte jetzt einiges zu den Charakteren sagen, weil da gibt es auch eine Geschichte. Ja, Virtua Fighter 3, überhaupt die ganze Virtua Fighter Serie hat eine sehr, sehr ausgeführte Hintergrundstory. Ja, also zum Beispiel jetzt ist in der Virtua Fighter Serie halt so, dass jeder Teil ist sozusagen eine Art Weltmeisterschaft. Also es findet eine Weltmeisterschaft statt in diesem Spiel sozusagen. Also ja, ist irgendwie der Anlass dazu, warum die Charaktere sich bekämpfen hier. Obwohl, wenn es eine Meisterschaft wäre, würden es auch Zuschauer geben. Ich habe gehört, es ist möglich, hier gegen den Zug zu schlagen. Also man muss früh genug sich umdrehen und dann auf die Gleise springen. Und da kann man vom Zug getroffen werden. Das geht anscheinend. Hab's noch nie versucht, werde es auch wahrscheinlich nie hinkriegen. Man muss sehr, sehr schnell sein. Und bei Fitch of Fight. Ja, man sieht die Züge, die dort fahren. Man kann theoretisch von denen getroffen werden. Wenn man sich schnell genug umdreht und da dagegen läuft. Aber ich krieg's nicht hin. Ich bin einfach nicht schnell genug. Ich bin nicht gut, Virtua Fighter. Man sieht, ich komme nicht gut voran. Das hier ist noch der normale Modus. Und ich habe schon echt Schwierigkeiten. Ein kleiner Trick, wenn der Gegner am Boden liegt, kann man noch so eine weitere Attacke noch dazu machen, indem man auf den Gegner sozusagen springt. Oder sich fallen lässt. Und ich habe verloren, wie es scheint. Und wie es so typisch ist für Fighting Games, gibt es ein Continue, das eben 10 Sekunden lang dauert, oder 9 eben. Ja, sieht man, da war der Zug, man hätte dagegen laufen können. Hauer! Ich weiß nicht. Ihr hört ja wahrscheinlich die Soundeffekte hier. Die klingen so ziemlich altmodisch, so diese Faustschläge, Fußschläge, was auch immer. Und irgendwie ist es schade, sie haben bei Virtua Fighter 5 dieselben Soundeffekte genommen, was ein bisschen komisch klingt heutzutage. Aber wie auch immer. Vielleicht ein Wort jetzt zum Original, also zum Arcade-Game. Virtua Fighter 3 wurde erstmals 1996 präsentiert auf der Sega Model 3, also Model 3, was derzeit ein Arcade einfach war. Und es hatte eine unglaublich verdammt gute Grafik zu der Zeit. Also 96, da hatten sie es irgendwie auf einer Videospielmesse, oder nicht keine Videospielmesse, aber einer gewissen Konferenz halt eine Demo gezeigt. Eine etwas ausführliche Demo, die ich auch mal zeigen werde.
Und die Leute damals waren total verblüfft. Das war zu der Zeit ein unglaublich grafisch unglaublich gutes Spiel. Also es hat so gut ausgesehen in der Zeit. Es sieht heute noch gut aus, finde ich. Das hat Leute damals echt, echt aus den Socken gehauen. What a Knucklehead! Und das Einzige ist, dass das Ding war sauteuer, dieses Arcade-Spiel. Man muss sich vorstellen, also diese riesengroßen Kiste, wo man halt drauf spielt, das Ding war sauteuer, hat aber so einen starken Prozessor, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Kampf gegen Lau ist schwer. Lau ist eines der schwierigen Charaktere. Das kann ich sagen. Auch bei Future Fighter 5. Ja, ich glaube, hier meistere ich ihn noch gut, glaube ich. Schaut, ich krieg's aber noch hin, ihn einen auf die Fresse zu geben. So, damit ist deine Fresse poliert. Es lief dann auf dem Sega Model 3 und dann hat man sich überlegt, das Spiel für die Sega Saturn zu einen Port zu erstellen. Was dann aber allerdings nicht schlussendlich wurde es nicht gemacht, weil einerseits das Spiel sehr, sehr, wie soll ich sagen, die Sega Saturn hatte nicht genug Power, um das Spiel hier laufen zu lassen. Ich meine, es ist sehr, sehr grafisch, sehr technisch, sehr, sehr fortgeschritten und die Sega Saturn war einfach nicht gut genug, würde ich mal sagen, dafür. Und andererseits war die Dreamcast ja schon fast da, also die war schon da, also 96 noch nicht. Aber als die Dreamcast dann schließlich da war, wurde das Spiel dann halt für die Dreamcast geportet, wo ein Port erstellt. Und diese Arena ist interessant, weil es ist eine Wüste und hier kann man nirgendwo runterfallen. Es ist sehr, sehr offen. Jedenfalls wurde für die Dreamcast halt dieser Port erstellt. Es heißt auch Future Fighter 3 TB. Ja, da steht TB und nicht TH für Third. Nein, es ist 3TB. Das war so ein cooler Wurf. Autsch. TB, das steht für Team Battle. Es ist nämlich möglich, es gibt einen anderen Modus, den ich jetzt im nächsten Part einmal live spiele, wo man mit mehreren Charakteren den Arcade-Modus machen kann. Es ist eigentlich nicht viel anders wie der normale Arcade-Modus. Aber ja, das ist eben das Einzige, was anders ist. Einige Optionen vielleicht noch, ich weiß nicht. Also, sozusagen ist es schon okay. Was aber beim Port wahrscheinlich schief gelaufen ist, einigermaßen, ist, dass es nicht perfekt, also es wurde nicht perfekt geportet, der Shundi hier. Warum wurde es nicht perfekt geportet? Na, anscheinend war der, es hängt mit Shenmue zusammen. Ich glaube, der Entwickler von Future Fighter, also der Hauptentwickler, wer immer war zu der Zeit mit Shenmue beschäftigt und hatte keine Zeit, wirklich dieses Spiel hier ordentlich zu porten. Wurde deshalb eine andere Spielentwicklerfirma, hat man ihnen diesen Job überlassen und sie haben halt diesen Port gemacht. Ich glaube, es ist Genki, das es gemacht habe. Dieses Genki Studios. Ich weiß es nicht genau, aber ja, das ist so eine Sache, die ich nicht so genau weiß. Und ich finde, sie haben das noch gut gemacht, aber anscheinend, was ich gehört habe, ist es nicht so, wie es auf dem Original ist. Okay, ich habe das Original noch nie gespielt. Ich habe noch nie auf den Arcade gespielt, also auf einem Arcade gespielt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf einem Spielautomaten gespielt. Ja, okay, Spielautomaten. Und das soll es anscheinend viel besser sein. Ja, so kann man auch gewinnen. So witzig. Und, was ich mal gehört habe zum Beispiel, das ist der neue Charakter, das ist der Takarashi, der Sumo-Ringer. Dazu muss ich noch was sagen. Anscheinend eines der Sachen, die man bemängelt hat, ist die Hintergrundbilder sind anscheinend nicht gut geraten. Aber ich glaube, hier ist es noch okay. Ich glaube, beim Shundi hat es nicht so gut ausgesehen. Und natürlich hat jeder Charakter seine eigene Stage. Das ist irgendwie auch typisch, finde ich, in letzter Zeit in all den Videospielen. Naja, nicht gerade Super Mario Bros. Super Smash Bros. Oder doch, eigentlich schon. Aber da gibt's noch mehr. Ach egal. Super Smash Bros., das haben wir schon auf dem Kanal angefangen mit
Wir haben auch Brawl aufgenommen und den Original, aber anscheinend dauert es noch, bis wir die aufladen. Das Besondere an Takahashi ist eben, dass er ein Schwergewicht ist und deshalb ein bisschen, naja. Also ich sag mal so, es ist witzig, wenn der Lion ihn zum Beispiel jetzt einen Wurf mit ihm macht. Obwohl ich denke, eigene Würfe würden nicht klappen, weil der Takahashi zu schwer ist. Weißt du, jeder Charakter ist ein bisschen speziell. Es gibt einige Charaktere, die verschiedene Sachen besser können wie andere. Ja, also ein bisschen wie ein Power Stone, aber hier ist es etwas anders noch immer. Es ist so, ja. Noch etwas anderes, was ich sagen kann, ist, weil das Spiel ja so realistisch ist, hat jeder Charakter seinen eigenen Kampfstil. Und diese Kampfstile existieren wirklich in der Realität. Und oh, verdammt. Hab ich verloren. Nein, let's mal ein Continue. Und ja, die Kampfstile sind echt geil. Und das hat mich sehr inspiriert damals. Ich habe ja auch damals viel Karate gemacht. Aber jemand, ich glaube, erst in Future Fighter 5 Final Showdown kam jemand, der Karate kann. Ein Franzose, glaube ich. Ja, nicht. Hier sieht man, hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Wurf abgewehrt. Das geht, man muss bloß dieselben Tastenkombinationen eingeben. Also den Schlag und Abwehr. What a... So gleich kommen wir in die letzten Minuten dieses Let's Play. Also das ist der erste Part, wir werden im nächsten Part den Team Battle versuchen. Mal schauen, wie das aussieht. Und es gibt nicht mehr viel, was ich sagen kann. Street Fighter 3 ist ein sehr schweres Spiel, aber ich amüsiere mich noch immer sehr gut. Es ist kein Spiel, das ich einem empfehlen würde, wie soll ich sagen? Also es ist sehr, einfach weil es so schwer ist, glaube ich, würde es nicht jedem passen. Man wäre so, zu schnell frustriert wegen der unglaublichen Schwierigkeit. Typisch bei Street Fighter, im letzten Kampf tritt man an gegen Dural. Wer ist Dural? Nun, Dural ist, wie es anscheinend so ist, das, was übrig geblieben ist von der Mutter von Kage, von dem Ninja. Ja, hier ist meine Dreamcast fast abgestürzt. Deshalb ist jetzt so eine Art Blackscreen. Aber es sollte jetzt gleich anfangen, normalerweise. So, da wären wir. Das Besondere bei Dural ist, sie ist unbesiegbar. Ich krieg sie nicht klein. Unmöglich. Sie hat so viele Tricks drauf und so viele Kombos, das ist einfach unglaublich. Seht mal, ich habe keine Chance, echt. Du, ja, und diese Geräusche, ja, das muss schon ziemlich wehtun an den Knöcheln. Das muss ziemlich wehtun an den Knöcheln. Aber natürlich sagt sie auch nichts. Ihr fragt euch, warum ist Dural so? Warum ist die Mutter von Kage so geworden? Das hängt jetzt mit der Story zusammen von Future Fighter. Anscheinend ist da auch irgendeine Organisation, die irgendwo die Drähte zieht und irgendwie, das ist so eine Art, ein Komplott und was auch immer. Ich könnte jetzt ein bisschen hier aus dem Handbuch lesen. Zum Beispiel, dass Kage entdeckte, dass der Zustand seiner Mutter daher rührte, dass das prototypische Skelettmodell der Dural fehlerhaft war. Ja, wie auch immer. Und wie es sieht, habe ich verloren. Ja, das kann mal vorkommen. Aber ich habe jetzt den Einfachmodus eingestellt, weil... So, Leute, tut mir leid, ich wurde kurz unterbrochen von einer anderen Person. Also, vorhin habe ich jetzt im normalen Modus gespielt, hier spiele ich nochmal im Einfachmodus, um zu schauen, ob ich gewinne. Weil, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich sein soll, der Einfachmodus ist nicht viel einfacher. Nein, ich habe jetzt gewonnen, ja, okay, gut, ich habe einen Punkt, fällt mir noch einer. Aber Dural ist einfach unglaublich schwer. So, ich habe jetzt versucht, im Handbuch etwas zu lesen, aber ich mache mir jetzt nicht die Mühe, das zu machen. Ja, da stehen ziemlich viele interessante Sachen drin. Seine Mutter hieß Tsukikage. Ja, wie auch immer. Ja, wie ihr seht, hat Dural schon wieder gewonnen. Jetzt ist es ja, der letzte gewinnt. Also der gewinnt. Was ich nochmal zu Dural sagen kann, eigentlich hat sie keine eigenen Moves, sie kopiert eigentlich die Moves von den anderen Charakteren, von den anderen Kämpfern. So, ich sollte mal Kämpfer sagen, anstatt Charakter. Zum Beispiel, das wäre jetzt ein Move von Shundi. K.O. Und ich bin K.O. Tja, das kommt vor. Keine Chance.
Durali ist sehr, sehr schwer. So, jetzt kommen die Credits. Ah, da seht ihr es, ist Genki. So, das waren auch die Credits schon. Irgendwie hört die Musik viel zu früh auf. Thank you for playing. Ja, also ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen, das Video ist gleich vorüber. Ich werde im nächsten Part ein bisschen live aufnehmen, weil ehrlich gesagt habe ich nicht mehr viel zu sagen. Es ist ein cooles Spiel, aber es ist ein Fighting Game. Also ich kann nicht so viel sagen zu einem Fighting Game. Ich kann zu Pause etwas mehr sagen, aber Fish of Fighter ein bisschen weniger. Das hier ist die sehr innovative Idee, wie man den Namen eingeben kann. Das ist der Alphabet Man. Und um den Namen einzugeben, ganz einfach den A-Knopf gedrückt halten, also den Block-Knopf, dann den Buchstaben auswählen und dann den Charakter zu Boden fallen lassen. Also, ja, ihm einen auf die Mütze geben. Dann wird nämlich der Buchstabe ausgewählt. So, irgendwie so funktioniert es. So wähle ich jetzt Pol aus für Poli-Sprites, wie es hier so typisch ist. Ist sehr witzige Idee. Doch, finde ich, sehr witzig. Also sehr, sehr, ist mal was anderes. Man kann anscheinend auch als den Alphabetmann spielen. Ja, man kann als Alphabetmann spielen. Da gibt es einige Cheats, die ich aber jetzt nicht alle kenne. Und jetzt zum Schluss kommt noch das hier, was ich nicht so verstehe. Ihr müsst wissen, das ganze Spiel wurde nicht wirklich auf Deutsch übersetzt. Alles ist auf Englisch. Also das Einzige, was auf Deutsch ist, ist das Handbuch, was ich hier in der Hand halte. Jetzt kann ich den Ending-Movie anschauen. Und den habt ihr jetzt am Anfang des Videos gesehen. Ich hab's lieber, wenn ihr den am Anfang seht, weil es einfach so geil ist. Das muss man als erst sehen. Ja, da gehe ich jedenfalls. So, zum Schluss noch einen kleinen Trick. Und das war's für diesen Part. Also gut, wir sehen uns im nächsten Teil von Fish of Fighter 3 TB mit Team Battle. Bis dann!